Wissen Sie, was das eigentliche Problem der Märkte ist? Das Jahr 2022 ist eine Art Kombination aus dem Jahr 2000, Dotcom-Blase, und dem Jahr 2008, US-Immobilienblase. Und in dieser Situation will die Fed die Geldpolitik straffen, Bilanz reduzieren und Zinsen stark anheben. Und sie glaubt allen Ernstes, dass das gut gehen kann, dass man in einer Situation zwei heftige Blasen kontrolliert herunterfahren könne und gleichzeitig nicht zwingend damit die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen könne. Wer das glaubt, der glaubt auch an sehr spektakuläre Wunderdinge. Die Chance, dass das gelingt, die sehe ich etwa bei minus 199, also praktisch null oder etwa präziser gesagt, weniger als null, könnte man sagen. Und wir wollen uns jetzt diese Situation mal anschauen, die letztendlich eine Mission Impossible ist für die US-Notenbank. Das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, es wird etwas kaputt gehen. Und die Grundfrage bleibt dann, wann wird die Fed versuchen, das zu reparieren, was sie kaputt gemacht hat? Und wie groß ist der Schaden bis dahin? Und ist der Schaden dann auch noch reparabel? Das sind vielleicht die entscheidenden Fragen derzeit. Schauen wir uns mal an, was FED-Mitglieder gesagt hat. Williams hat sich geäußert, Barkin hat sich geäußert, Mester hat sich geäußert. Ich greife mal Barkin und Mester raus, denn die haben Interessantes gesagt. Barkin sagte, der Kurs der FED, also die geldpolitische Straffung, wird nicht zwangsläufig, nicht notwendigerweise eine Rezession auslösen. Wirklich guter Punkt, Mr. Barkin, viel Glück. Da kann ich nur noch mal zum Abschied winken. Dann haben wir Frau Mester, die gesagt hat, ja, wir müssen vielleicht mit den Zinsen über die neutrale Rate gehen, also eine Geldpolitik machen, die dann die Wirtschaft aktiv einbremst, könnte man sagen. Und Mester sagte weiter, die Volatilität der Märkte ist uncomfortable, also unbequem, könnte man vielleicht sagen, aber es ist necessary to get inflation down. Das muss man machen, um die Inflation nach unten zu bringen. Jetzt gucken wir uns mal diese beiden Blasen an, die derzeit in den USA der Fall sind. Kommen wir zunächst mal zur US-Immobilienblase. Auf dem Hochpunkt der Immobilienblase 1.0 im Jahr 2006, viertes Quartal, waren die Hauspreise durchschnittlich bei $245.000. Jetzt haben wir durchschnittlich, erstes Quartal 2020, Durchschnittspreise von $428.000, um und bei 70-75% mehr als auf dem Hochpunkt der ersten Dotcom-Blase. Und dann hat Mester heute auch noch gesagt, die aus der Fed, ja, wir müssen überlegen, ob wir MBS jetzt direkt und aktiv verkaufen, also diese Mortgage-Backed Securities, diese hypothekenbesicherten Anleihen, die ein nicht unwesentlicher Treiber dieser Immobilienblase auch gewesen sind, denn die Fed hat faktisch die Finanzierung solcher Immobilien günstiger gemacht, indem sie solche Papiere gekauft hat. Sven Hendrik kommentiert, so the Fed wants a housing crash too, also die Fed will auch einen Immobiliencrash auslösen, denn was wir derzeit sehen, ist so eine Art Dotcom-Blasen-Crash 2.0, dazu gleich mehr. Jetzt gucken wir uns mal an, was da am Immobilienmarkt passiert ist. Da haben wir noch keinen Crash, aber wir haben alle Zutaten, die für einen Crash eigentlich sprechen. Wir haben erstens mal diese massiv gestiegenen Hauspreise und wir haben jetzt in einem noch nie gesehenen Tempo einen Anstieg der Zinsen. Das ist natürlich eine ein bisschen giftige Kombination, denn die Amerikaner, wie Sie wissen, nutzen ihr Haus ja als Kreditkarte, wenn man so will. Wächst das Haus an Wert, steigt der Preis, der Wert des Hauses, dann kann man zur Bank gehen und sagen, ich will jetzt ein bisschen mehr Kredit haben, und die Bank hat das dann in der Regel sehr willig auch ausgegeben, diesen Kredit. Das heißt, die Leute sind massiv gehebelt, jetzt sind die Preise massiv gestiegen, die Schulden sind gestiegen, absolute Hebelung ist gestiegen, und wenn da jetzt etwas in die andere Richtung läuft, dann sehen wir eine massive Enthebelung mit fallenden Preisen, mit Insolvenzen, weil diese Leute dann über den finanziellen Jordan gehen. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten Blase, nämlich Dotcom-Blase 2.0. Beide Blasen sind durch die Fed erst ermöglicht worden, oder in Europa durch die EZB, eben durch die Öffnung aller Geldschleusen, durch das Gelddrucken. Und dadurch sind die Vermögenspreise explodiert, und sowohl Aktien als auch Immobilien sind ja Vermögenspreise, und die Fed und andere Notenbanken sind jetzt gezwungen, weil die Inflation in der Realwirtschaft angekommen ist, das Ruder umzusteuern, und dieses Ruder wird dann durch das Umsteuern die Vermögenspreise crashen. Es wird nicht anders gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, wie gesagt, die tendiert fast gegen Null. Wir sehen jetzt schon ein bisschen das Platzen dieser Dotcom-Blase 2.0. Alleine in 2022 ist noch die beste Aktie eine Apple, Microsoft aber auch schon 21%, Google 22%, Tesla 26%, dann eine Amazon 35%, eine Nvidia 42% im Minus.
Dann haben wir eine Netflix, 71% im Minus, Rivian 79% im Minus. Man könnte die Reihe fast ja beliebig fortsetzen. Und das trifft gerade meine zweitbeste Freundin relativ hart, die es geschafft hat, als der Nasdaq heute zwischenzeitlich sehr deutlich im Plus war, dass ihr ARK Innovation trotzdem im Minus war bei $39. Und schauen wir uns mal an, dieses Desaster, 62% jetzt verloren. Natürlich ist sie insgesamt seit 2014 noch im Plus, weil sie eben profitiert hat von dieser Bubble Economy, die die Notenbanken, die vor allem die Fed geschaffen hat. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, das alles ein bisschen wieder rauszuwürgen, wie Sie in dieser oberen Grafik sehen. Aber vielleicht haben wir eigentlich schon den Beginn einer Rezession, wenn Sie sich mal den Aktienmarkt in anderen Sektoren anschauen, etwa Homebuilding-Stocks, wie David Rosenberg hier zeigt, 32% im Minus seit den Hochs, Retailing, also Einzelhandel auch 32%, Banken 26%, Employment Services 22% etc. Also auch da, wo man sagt, das ist die Realwirtschaft, das ist das, was in der Praxis wirklich der Wirtschaft passiert, da sehen wir schon die Einschläge relativ deutlich. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Sind wir schon am Boden oder kommt da noch was? Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, weil sie sehr interessant ist. Wir haben jetzt den zweitschlechtesten Start in ein Jahr seit dem Jahr 1928 mit minus 16,3%. Jetzt haben wir 14 andere Gelegenheiten oder 14 andere Jahre hier aufgelistet, ähnlich schwacher oder etwas weniger schwächerer Jahresauftakt, denn nur einer war ja schlechter, nämlich das Jahr 1932. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse dann höher stehen oder niedriger stehen zum Ende des Jahres, die liegt genau bei 50-50%, könnte man sagen. Denn in 7 Fällen waren die Märkte dann am Jahresende höher als zu diesem Zeitpunkt und in 7 Fällen waren sie noch deutlich tiefer oder ein wenig tiefer als zu diesem Zeitpunkt. Also rein historisch kann man das nicht auflösen, wie die Geschichte weitergeht. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, dass wir hier zwei intakte Blasen haben. Eine, die angestochen ist, die Tech-Blase, die Immobilienblase ist dabei, angestochen zu werden. Wenn die Fed so weitermacht, dass das irgendwie dann in einem Hurra der Aktienmärkte enden kann, kann ich mir nicht vorstellen, solange die Fed nicht umsteuert. Wie gesagt, das ist immer die Conditio sine qua non. Also das muss sein, damit dieser Bullenmarkt irgendwann wieder auferstehen kann. Das kann nur durch die Fed passieren. Schauen wir uns den Schaden gerade bei Tech-Aktien mal an. Nur 16% der Nasdaq-Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das sind Niveaus, die wir zuletzt 2002, 2009, 2018 und im Corona-Crash 2020 gesehen haben. Muss das ein Boden sein? Vielleicht kann sein, aber wie gesagt, rein technisch sind wir natürlich massiv überverkauft, das ist gar keine Frage, aber wir haben vielleicht übergeordnete Themen, die diese Überverkauftheit in einem anderen Licht erscheinen lassen, nämlich das Platzen dieser Blase, wenn die Fed die Geldpolitik straft. Wir sehen Nasdaq Composite, neue Hochs, neue Tiefs, das sind Werte, die wir nicht im Dotcom-Crash gesehen haben, nicht im Corona-Crash gesehen haben. Also wir haben praktisch die neuen Tiefs, die Aktien machen, in Relation zu neuen Hochs, die Aktien machen, 52 Wochen Hochs und 52 Wochen Tiefs. Das ist noch nie so da gewesen. Das zeigt, wie groß der Schaden schon ist. Und wir sehen hier den S&P 500 in Relation zu seinem 200-Tages-Durchschnitt. Also wie weit ist der aktuelle Abstand des S&P zu seinem 200-Tages-Durchschnitt? Und da sind wir bei minus 11%. Da hatten wir 2018, als die Fed schon mal versuchte, geldpolitisch zu straffen, da waren wir bei knapp 15% und im Corona-Crash waren wir bei 26%. Also wir sind schon ziemlich dicke gelaufen und wir sehen hier mal das Ganze anders dargestellt von Lance Roberts, den ich nur in jeder Hinsicht empfehlen kann. 3 Minutes on Markets and Money. So eine fast tägliche Show, die er macht, dauert eben 3 Minuten oder manchmal ein bisschen länger. Jedenfalls zeigt er hier diese Standardabweichungen des S&P 500 in Relation zu seinem 200-Tages-Durchschnitt. Und wir sind fast an der dritten Standardabweichung nach unten, wie Sie hier rechts in der Grafik sehen können, sind natürlich massiv überverkauft. Ein Bounce ist jederzeit drin, ist vielleicht sogar wahrscheinlich, aber wie weit geht der? Das ist die große Frage. Solange die Fed nicht umsteuert, wird er nicht allzu weit gehen. Die Leute sind abgesichert. Da sehen wir das Put-Call-Ratio. Die Put-Call-Ratio, da ist natürlich viel Absicherung. Auch hier sind Short-Squeezes möglich, dass dann eine impulsive Rally nach oben kommt. Die Leute dann ihre Puts wieder eindecken müssen, ihre Absicherungspositionen. Und wie Lance Roberts, den wir eben schon im Bild hatten, sagt, es gibt schon in einigen Bereichen sogenannte tighter Financial Conditions. Und diese Financial Conditions sind ja für die Fed so wichtig.
Da sind wir in manchen Punkten schon da, wo die Fed dann eine geldpolitische Drehung gemacht hat, aus ihrer hawkischen Haltung dann eine dovische Haltung gemacht hat, so wie Jerome Powell Ende 2018, Anfang 2019. Jetzt mal ein paar Einschätzungen zur Inflation. Vielleicht kommt morgen da eine große Bewegung an die Märkte, denn morgen 14.30 Uhr, da haben wir die US-Verbraucherpreise. Das wird richtig wichtig. Jetzt sagt zum Beispiel Citi über die Frage, haben wir jetzt Peak Inflation gesehen? Naja, wir sehen, dass die Inflation wahrscheinlich ein Hochplateau erreicht hat, nicht unbedingt ein Peak, aber es wird sozusagen nicht vielleicht nachhaltig nochmal nach oben gehen, aber nicht wirklich nach unten gehen. Dementsprechend sieht man da noch Potenzial für hawkische Überraschungen. Dagegen Goldman Sachs, Peter Oppenheimer sagt, ja, also die Aktien, die sehen jetzt schon ein bisschen günstig aus inzwischen. Jetzt für langfristige Käufer, da könnte vielleicht noch ein bisschen auf der Unterseite passieren, aber das meiste sei doch in den Märkten schon eingepreist. Also das so zwei Einschätzungen. Jetzt gucken wir uns allerdings mal an. Wir sehen jetzt der S&P, wie gesagt, 16% im Minus seit diesem Jahr und das ist ein Decline in Valuations, also ist ein Bewertungsabfall, könnte man sagen, durch das Umsteuern der Fed, die diese Bewertungen massiv aufgeblasen hat. Jetzt entweicht Luft außer dieser ganzen Geschichte, aber während wir jetzt also praktisch ein Kursgewinnverhältnis von unter 17 haben, was dann schon fast wieder akzeptabel wäre, sehen wir, dass die Forward Earnings Estimates immer noch 6% gestiegen sind in diesem Jahr. Das heißt, man erwartet eigentlich, dass die Zahlen der Unternehmen noch besser werden und das in einem Umfeld, wo wir möglicherweise vor einer Rezession stehen, das wird schwierig zu realisieren sein. Das heißt, wir haben vielleicht ein Gap zwischen der Zukunftserwartung, die irgendwie noch da wabert, und dem, was letztendlich jetzt schon günstiger geworden ist. Es könnte noch günstiger werden, weil sich herausstellt, dass die Zukunftserwartung noch zu optimistisch ist. Vielleicht, wir werden sehen, aber vielleicht hat dieser Bärenmarkt dann eben noch durchaus Luft. Schauen wir uns mal die Bärenmärkte an. Es gab 14 an der Zahl, wie Jun Lee hier zeigt. Durchschnittlich ist der S&P 530% gefallen und dieser Bärenmarkt hat 359 Tage gedauert. Also wenn das ein Maßstab ist, dann sind wir da mit den minus 16% noch vielleicht am Anfang, auch weil dieser Bärenmarkt, wenn es denn einer ist, eben noch nicht so lange wird. Gucken wir uns jetzt mal S&P 500 oben an. Da sind wir in einer sehr, sehr wichtigen Trendlinie. Und dieser Abwärtstrendkanal könnte nach unten gebrochen werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben gesehen, wir sind schon in vielen Bereichen am Anschlag der NYSE, also praktisch alle Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden. Der sitzt jetzt auf einer Aufwärtstrendlinie, die da gebrochen worden ist, sogar nach oben. Also das sind jetzt technisch ungemein spannende Zeiten, die hier jetzt der Fall sind. Jetzt, wie sehen Banken das? Da haben wir zunächst mal JP Morgan, der sagt, ja, also die Aktienmärkte könnten jetzt mal so 6% vielleicht eine Rallye absolvieren. Es fing heute ja so an auch, dass die Märkte deutlich nach oben wollten zunächst mal. Und dann aber Bank of America, die sagen, ja, die Märkte haben endlich geschnallt, dass sie es mit einer unfreundlichen Fed zu tun haben. Mein Reden seit Wochen, wenn nicht gar Monaten. Immer wieder Kommentare auf YouTube, Fugmann, du hast es nicht begriffen, gell, Stonks always go up, nennen. Die sind jetzt sehr ruhig, ja, also diese Fraktion ist momentan sehr still. Aber wenn es morgen vielleicht 2 oder 3% nach oben gehen sollte, dann werden die sich wieder melden und sagen, siehst du, Fugge, ich hab's doch gewusst, Stocks always go up gehen, nachdem sie 50% gefallen sind. Aber dies wird verschwiegen, nennen. Oder das ist halt die Frage, wie jetzt man diese ganze Geschichte einordnet. Der Schaden ist immens, die Fallhöhe ist auch immens, weil die Blase so immens ist, und wenn diese Blase platzt und man kann Blasen nicht kontrolliert runterfahren, dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Morgen die Inflationsdaten, ich hatte es gesagt, 14.30 Uhr, jetzt ist da natürlich ein zentraler Bestandteil, wie schaut es aus mit den Benzinpreisen, mit den Dieselpreisen in den USA. Wir haben ja jetzt gesehen, dass der Ölpreis eigentlich nach unten gegangen ist, so in Richtung 100, aber das bringt an den Tankstellen in den USA gar nichts, denn der Dieselpreis erreicht ein neues Hoch. Auch der Benzinpreis steigt weiter. Warum? Das eigentliche Geschäft machen die Raffinerien. Das sind die Herrschaften, die jetzt die Margen sich einkassieren. Und das wird eben morgen dann auch die Inflation oben halten in den Daten, weil zuletzt eben diese Preise gestiegen sind. Apropos Vermögenspreise, schauen wir uns mal hier jetzt in Deutschland um. Daniel Eckert mit dem Kaufkraftverlust von der nominalen Wertentwicklung.
Also wenn man die nominale Wertentwicklung hat und dann Kaufkraftverlust abzieht, dann year to date, also seit Jahresbeginn, Gold als einziges im Plus, Silber schon leicht im Minus, Staatsanleihen deutlicher Minus, Bundesanleihen noch deutlicher Minus, amerikanische Aktien 14,3% im Minus, deutsche Aktien 19,8% und Bitcoin minus 33%, also ziemlich heftig. Da gibt es ja jemanden, der mein 27,5 bester Freund ist, Marcello Fracerino. Und der hat jetzt ein bisschen Ärger am Hals, da ist ein Vorstandsmitglied zurückgetreten. Und da wird gesagt, das Arbeitsklima am DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, sei durch fehlendes Vertrauen, beständige Auseinandersetzungen, Eingriffe in die wissenschaftliche Arbeit sowie letztendlich auch ein Klima der Einschüchterung geprägt. Es kam sogar zur Diffamierung von Mitarbeitern. Das passt so ungemein zu Marcello Fracerino. Daniel Stelter sagt, es passt zum öffentlichen Bild von Fracer, der sich die Fakten so hinbiegt, dass sie seiner politischen Meinung entsprechen. Ich würde da eigentlich Daniel Stelter gerne widersprechen. Marcel Fratscher hat keine Meinung. Marcel Fratscher kopuliert mit dem jeweiligen Zeitgeist, könnte man sagen. Hätten wir jetzt einen komplett anders gedrehten Zeitgeist, dann würde Marcel Fratscher schlichtweg das Gegenteil behaupten. Fratscher ist ein Typus, wie wir ihn immer wieder sehen in allen Systemen. Das sind Leute, die nach oben wollen, die es immer um Machtfragen und nicht um Sachfragen geht, die deshalb in der Lage sind, komplett sich umzudrehen, so wie Fratscher jetzt bei der Inflation vorher alles hier Panikmacher in Sachen Inflation. Jetzt sagt er, Inflation ist ja zu hoch, aber jetzt müssen wir den geringeren Einkommen helfen. Also sehr human, der Herr Fratscher. In seinem Institut geht es weniger human zu, wie wir das hier sehen. Also das ist ein Typus, der überall versucht oben zu sein, da spielen Sachfragen gar keine Rolle, deswegen ist er so schädlich, es ist Gift sozusagen für die geistige Mentalität, weil dieser Mensch eben einfach nur schlimme Dinge verbreitet, die Schaden verursachen, deswegen agitieren wir gegen ihn auch so stark hier auf Finanzmarktwelt und EZB, das ist ja, Fratscher wollte ja unbedingt da rein, hat er nicht geschafft, da haben wir heute Nagel, den deutschen Bundesbankchef, der sagt, wir sehen einen disturbing trend, that inflation is gaining momentum, das hat er natürlich auf Deutsch gesagt, okay, aber wir haben das auf Englisch, gell. Jedenfalls fürchtet er eben, dass die Inflationserwartungen hier durch die Decke schießen. Das ist der Fall, deswegen müsse die EZB agieren. Aber diese EZB, die hat ein riesiges Problem, das heißt Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist auch ein Thema, ein Kernthema der Zeit. Ich habe das vorhin bei Marcel Fratscher versucht ein bisschen anzureißen. Der ist nicht glaubwürdig. Der dreht sich 180 Grad, wenn eben der Wind sich dreht. Und bei der EZB ist eben so viel Glaubwürdigkeit schon verloren gegangen. Nicht nur, weil die Inflationsprognosen miserabel waren, sondern weil alle merken, es geht denen gar nicht wirklich darum, Geld stabil zu halten oder eine Preisstabilität irgendwie hinzukriegen, sondern die wollen etwas anderes, nämlich die Finanzierung des Euro, der Eurozone gewährleisten. Ein sehr, sehr wichtiger Artikel, weil er die Kernthemen unserer Zeit anspricht, auch in den Medien, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Und dann nochmal zum Thema dieses Videos hier, wann endet ein Bärenmarkt, wenn die Fed auf die Bremse tritt? Also zwei Artikel, meine Damen und Herren, die all das auf den Punkt bringen, was mir und vielleicht auch Ihnen wichtig ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao. Die Artikel unter dem Video. Ciao.